Ja, oft gibt uns das Leben das, was wir brauchen, aber nicht das, was wir gerne möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich gar nicht alleine auf irgendeinem Thema rumreiten, sondern ihr habt mir Nachrichten geschickt und mich auf andere Protagonisten auf YouTube hingewiesen, die teilweise schon eine ganz erhebliche Reichweite haben und sehr viel Inhalt und Filme produziert haben. Und ein Name, der dabei immer wieder gefallen ist, ist der des jungen Charles Krüger. Ich habe mir seinen Kanal angesehen, er hat wirklich schon unheimlich viele Videos produziert und darunter auch wirklich viel Gutes. Man kann natürlich inhaltlich nicht immer einer Meinung mit jedem sein, das ist vollkommen klar. Aber ich finde schon, dass er eine sehr authentische Art hat, bestimmte Themen rüberzubringen. Also er macht auf mich auf jeden Fall den Eindruck, dass er echt ist und seine Meinung nicht irgendwie spielt, sondern das ist tatsächlich seine Meinung. Es wirkt wirklich sehr authentisch und besonders bei den Themen, wenn es um, naja, Marktwirtschaft geht und wenn es um das Thema Meinungsfreiheit, Zensur geht, macht er einen wirklich guten Eindruck und hat schon viele gute Filme produziert. Und einer der erfolgreichsten Filme, die er bis jetzt gemacht hat, das ist natürlich ein kleines Drama für ihn persönlich, lautet: Ich wurde gerade von meinem Job gefeuert. Also er hat seine Arbeit verloren und das ist auch einer der reichweitenstärksten Filme, die er bis jetzt gemacht hat, mit fast 200.000 Aufrufen. Und da geht es natürlich auch um diese typische Geschichte. Naja, man kann in Deutschland, es gibt zwar Meinungsfreiheit, aber man kann in Deutschland alles sagen. Nur man muss dann eben damit rechnen, dass man gesellschaftlich ausgegrenzt wird und gegebenenfalls auch gefeuert wird. Und das Video, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an und schau mal, was der liebe Charles Krüger zu sagen hat. Starten wir los. Hey Leute, das hier ist kein Clickbait, sondern ich wurde wirklich gerade gefeuert und ich will einfach euch gegenüber ein bisschen transparent sein und euch natürlich auch sagen, was es hier für einen Einfluss auf meine Arbeit haben wird und so weiter und so fort. Also erstmal, wie bin ich überhaupt zu dem Job gekommen, was ich noch nebenbei gemacht habe? Ich habe ja hier diesen ganzen YouTube-Aktivismus, aber ich hatte eben, ja, bis gerade eben noch einen anderen Job. Und ich habe mir einfach damals einen Job gesucht, den ich ohne Ausbildung machen kann und der mir aber genügend Zeit lässt, meinen Aktivismus aufzubauen, weil Ja, also das ist ja schon, das betrifft ja viele Aktivisten, die auch politisch aktiv sind. Also man kann natürlich nicht sich voll und ganz auf das Berufsleben konzentrieren und dann gleichzeitig auch noch irgendwie YouTube-Aktivismus entfalten. Es sei denn, man hat von Berufswegen eben ausreichend Zeit dafür, wie zum Beispiel in der Politik. Aber das ist natürlich. Also man kann nicht, ich sag mal, so eine Art Kreativarbeit leisten und gleichzeitig noch einen 8 bis 10 Stunden Job erledigen. Das funktioniert in aller Regel nicht. Und ich finde es auch sehr sympathisch, dass er sagt, hier, er will transparent sein und geht auch sehr offen mit dieser Geschichte um. Also er spricht es ganz offen an und schauen wir mal, was noch dabei rauskommt. das damals schon als Ziel, dass ich das hier machen will. Und ich habe mir dann einfach im Prinzip einen Job gesucht, um meine ganzen, ja, meine Miete bezahlen zu können, meine Nahrungsmittel bezahlen zu können und so weiter. Aber so, dass ich halt noch genug Zeit habe, um hier das Ganze aufzubauen. So habe ich das eigentlich die ganzen letzten Jahre gemacht. Und ich habe mal ganz früher auch deswegen bei Edeka gearbeitet und bei C&A. Und dann bin ich halt irgendwann auf so ein Biogeschäft gestoßen. Und das war eigentlich eine angenehme Sache. So, das war der Job, den ich jetzt bis vor kurzem gemacht habe, sozusagen. Das war eigentlich ein sehr angenehmes Arbeiten. Es war auch ein angenehmes Team so. Man hat sich mit allen gut verstanden. Man hat natürlich auch nicht viel Geld verdient, wie es halt oft so ist, wenn man irgendwo arbeitet, wo man jetzt nicht so die krasse Produktivität hat wie in einem anderen Laden. Also es gibt da irgendwelche, ich weiß noch damals zum Beispiel bei Edeka, als ich da gearbeitet habe, da war der Lohn höher, aber das Arbeiten war halt auch stressiger. Also Ja, das ist natürlich vollkommen klar. Wenn man härter arbeiten muss, dann verdient man in einer Regel auch besser. Jetzt mal auf normale Berufswege
abgestellt, obwohl das ist ja auch nicht immer richtig, ne? Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel gerade aktuell hatten wir im Zuge der Corona-Krise die Debatte um die Löhne von Pflegekräften, die, ich sag mal, im Vergleich zu anderen Berufen ja nicht so schlecht sind, aber eben im Vergleich dazu, was diese Leute leisten müssen. Ich habe selbst Pflegekräfte in der Familie und ich weiß, wie aufreibend das ist, wenn man zum Beispiel Schichtdienst hat oder wenn man am Wochenende arbeiten muss. Ja, und das ist ja auch eine schwere körperliche Arbeit. Und das ist ja teilweise auch, also nicht für jeden, da kommt es natürlich auf die persönliche Situation an, aber das kann ja auch psychisch für die Seele sehr belastend sein, weil man ja auch mit vielen Schicksalen zu tun hat. Und insofern ist Arbeit nicht immer gerecht bezahlt. Es steht zumindest nicht immer, also der Lohn steht nicht unbedingt immer im Verhältnis zu dem, was die Leute leisten müssen. Ja, und das ist natürlich vollkommen klar. Die konnten die mehr geben, weil die haben mehr Umsatz gemacht, aber es war halt aufwendiger. Und da, das war mehr so ein kleiner Bioladen sozusagen, wo nicht viel Stress war, wo nicht so viel los war, und deswegen war das Geld auch nicht so gut, aber es war halt angenehmes Arbeiten. So. Und es war eigentlich auch ein guter Job, den ich jetzt fast 4 Jahre lang gemacht habe und der mir genügend Zeit gegeben hat, viele Bücher zu lesen und natürlich die Videos zu machen für euch und so weiter, alles das, was ihr jetzt in den letzten Jahren von mir gesehen habt. Und das war halt so eine Sache, das Ganze war halt ein genossenschaftliches Biogeschäft, könnte man sagen. Also schon, wenn man das hört, würde man vielleicht vermuten, die Leute, die einkaufen, die sind wahrscheinlich eher so linksgrün eingestellt. Und das ist auch hin und wieder der Fall gewesen. Ja, das ist natürlich so. Also, ja klar, und das Bild hat man natürlich, ne? Bioladen und hier Öko, und das ist natürlich immer irgendwie links angehaucht. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist gar nicht unbedingt so meine Erfahrung. Also ich habe insbesondere in den letzten Jahren, bis vor einiger Zeit war das vielleicht auch so, aber insbesondere in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass gerade viele, ich sage jetzt mal etwas flapsig, aus unserem Beritt sich dieses Themas angenommen haben und schon auch sehr viel Wert auf Ökologie, Bio, gesunde Ernährungsweise, ja, nachhaltige Landwirtschaft und all diese Themen gelegt haben. Und das ist auch aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema oder ein sehr wichtiges Themenfeld, ja. Es gab hin und wieder auch ein paar Leute, die mich aus meinen Videos kannten, also die eher so wie ich oder wie meine Zuschauer ticken. Und wir haben aber auch manche Leute gehabt, die zum Beispiel offen linksradikal sind. Also ich benutze es auch nicht irgendwie übertrieben, sondern wirklich linksradikal. Also nicht nur links, sondern schon ordentlich linksradikal. Und aber eigentlich mit all denen gab ordentlich linksradikal gar keine Probleme, weil wir haben einfach nicht oft über Politik geredet, sondern ich habe mich eigentlich mit allen gut verstanden. Ich habe einfach meine Arbeit gemacht und das war's. So, das ist das, was ich gemacht habe. Und ich habe da jetzt nicht irgendwie, also ich habe nicht irgendwie probiert, meine politische Meinung da irgendwie einzubringen. Überhaupt gar nicht, sondern... Ja, das muss man auch nicht unbedingt tun. Ja, ihr kennt vielleicht diese Leute, die so diesen Missionierungseifer haben. Ja, man muss nicht immer an jeder Stelle, also es gibt ja diese Leute, die sagen, du musst deine politische Meinung immer und überall vertreten. Politik findet immer und überall statt und du musst versuchen, Propaganda zu machen, wann immer das möglich ist. Ich glaube aber auch, das ist in vielen Fällen einfach der falsche Weg, insbesondere weil man Sympathiewerte und in Politik hat viel mit Sympathie zu tun. Da geht es eigentlich erstmal um den persönlichen Kontakt und nicht darum, dass man Leute indoktriniert. Und ja, auch missioniert. Und das würde ich auch jedem empfehlen, das am Arbeitsplatz so nicht zu tun. Denn viele sind dann relativ schnell genervt, es sei denn, man ist eh in einer Clique oder in einer Gruppe, wo man einer Meinung ist, da tauscht man sich natürlich aus. Und es geht jetzt auch nicht darum, normale Gespräche zu unterlassen, wenn es um Politik geht. Klar, kann sich jeder über Politik unterhalten, aber ich würde nicht versuchen, meine Arbeitskollegen zu missionieren mit meiner Meinung. Das kommt in aller Regel überhaupt nicht gut an. Das sollte man nicht machen. Ich habe gemacht, was von mir verlangt wurde, und dann bin ich gegangen und dann bin ich nach Hause gegangen und habe dort halt Videos gemacht über Politik.
So. Und dann, als ich angefangen habe, so ja, ungefähr vor einem Jahr vielleicht, mich ein bisschen kritischer gegenüber offenen Grenzen und unkontrollierter Massenimmigration oder... Ja, das ist natürlich ein Wahnsinn, ja. Also wenn man feststellt, dass es offene Grenzen gibt und darauf hinweist, das ist schon ein hartes Ding. Da muss man schon mal vielleicht gefeuert werden. Das kann man nicht einfach so erzählen. Natürlich, darüber habe ich mich schon vorher häufig kritisch geäußert, aber so im letzten Jahr, in den letzten 1,5 Jahren, nahm das halt schon deutlich zu, das Thema oder die Themen. Und das fand meine Chefin nicht so ganz geil. Und dann hat sie mich einmal darauf angesprochen und wir haben einfach mal in Ruhe darüber geredet. Und ich meine, die kennt mich auch seit Jahren persönlich. Also ich habe da jetzt viele Jahre gearbeitet, die kannte mich also, die weiß, was ich für ein Typ bin. Also das ist ja auch immer, wenn Leute mich nur über meine Videos kennen, die wissen ja nicht 100% genau, wie ich wirklich bin, weil die kennen mich ja nur in den Videos. Wohingegen, sie hat mich ja persönlich gekannt und die weiß genau, wie ich getickt habe und die weiß ganz genau, dass ich kein unvernünftiger Typ bin. So. Der Charles ist kein unvernünftiger Typ. Und ja, dann haben wir halt geredet und stellt sich halt heraus, sie ist nicht meine Meinung, ich bin nicht ihrer Meinung. Und das hat ja aber eigentlich gar keinen Einfluss auf meine Arbeit dort gehabt. Also habe ich gedacht, ja, man kann sich ja tolerieren. So, ich muss jetzt nicht irgendwie... Toleranz, das ist natürlich auch so ein Thema, ja. Also Toleranz, das hört man ja ständig überall. Wir müssen tolerant sein, nur gegen andere Meinungen, wenn es unsere Meinung betrifft, also wenn es in Richtung Patriotismus oder Nationalismus geht, dann haben die, ja, dann hat das Establishment eben keinen Sinn mehr für Toleranz. Das ist aber... Ich meine, wenn das so wäre, wäre der gute Charles Brügger ja auch nicht gekündigt worden. Das ist übrigens, nur um das nochmal in den richtigen Kontext zu rücken, das ist jetzt auch schon deutlich über ein Jahr her. Sie probieren zu bekehren und sie muss mich nicht probieren zu bekehren, sondern ich dachte, wir können einfach leben und leben lassen, einfach friedliche Koexistenz. Ja, friedliche Koexistenz, das ist eigentlich... Das setzt zumindest voraus, dass man nur mit Menschen zu tun hat oder dass es nur Menschen gibt, die an dieser friedlichen Koexistenz interessiert sind. Sobald einer dabei ist, der an dieser friedlichen Koexistenz nicht interessiert ist, funktioniert das nicht mehr. Ansonsten hätten wir ja keine Kriege, keine Streits, keine Auseinandersetzung. Das ist im Grunde ein vernünftiger Ansatz, eine vernünftige und erstrebenswerte Vorstellung, aber sie ist eben Utopie aufgrund der menschlichen Natur. Falsch gedacht. Ich wurde gefeuert. So. Und allen. Aber ist schön, wie er darüber lachen kann, ne? Also, er ist ja ohnehin, ich finde ihn ja, also ein ziemlich sympathischer Typ. Ich will auch an der Stelle mal sagen, viele Grüße an Charles Brügger, der, wie ich meine, wirklich einen super Auftritt hier hinlegt. Er hat schon deutlich über 50.000 Abonnenten jetzt und eine doch schon beachtliche Reichweite. Und da hören wir mal weiter. Ich will euch natürlich auch gar nicht mit den ganzen Details nerven und ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, jetzt rein irgendwie rechtlich, ob es da irgendwelche Gesetze gibt, die verhindern, dass ich sowas, dass ich da öffentlich darüber rede. Aber all den Leuten, denen ich die Details erzählt habe, beziehungsweise die Details kennen, also Freunde und auch Kollegen von dort, die auch dort arbeiten, die mich kennen, die Chefin kennen, die alle kennen, die haben mir eigentlich alle gesagt, dass die einfach nur noch einen Grund gesucht haben, mich rauszuwerfen. Und diesen Grund haben sie dann auch schlussendlich gefunden. Also die konnten einen legitimen Grund finden, mich rauszuwerfen sozusagen, aber es war halt offensichtlich. Ja, jetzt würde uns natürlich brennend interessieren, was der legitime Grund war. Oder? Wollt ihr das nicht wissen? Den man probiert hat zu finden und den man dann glücklicherweise auch gefunden hat, aus deren Sicht. Ja, und? Was ist es jetzt? Wird das noch sagen? Es ist einfach so eine Sache, die sehe ich immer und immer und immer wieder. Und das ist einfach, Linke und Grüne, sicher nicht alle, aber sehr, sehr viele, können es einfach nicht aushalten, wenn andere Menschen eine andere Meinung haben als sie. Jein, man ist als politischer Aktivist natürlich geneigt, man bewegt sich ja selbst immer in seinem oder in größtenteils in seinem eigenen Milieu. Das ist ja wie wenn man etwas recherchiert, ja, man stößt oder man sucht ja im Grunde immer nach
der Bestätigung der eigenen Meinung. Wenn ich jetzt zu einem Thema etwas ausarbeite und ich recherchiere, dann recherchiert man ja in aller Regel Artikel, Berichte, die die eigene Meinung stützen. Das ist aber ja eigentlich kein wissenschaftliches Arbeiten. Eigentlich versucht man, die eigene These ja zu widerlegen, um sie dadurch natürlich zu untermauern und sattelfest zu machen. Und ich stelle einfach oft fest, dass auch die eigenen Leute sich zunehmend nur noch in so einer eigenen Milieublase bewegen, sich gegenseitig das erzählen, was sie eh schon wissen, und dadurch aber auch oftmals die Fähigkeit verlernen, zu reflektieren, sich selbst zu hinterfragen und dann damit auch quasi zu Dogmatikern werden und nicht mehr eine zwar stabile, in sich geschlossene, aber doch irgendwo dynamische Weltanschauung zu vertreten. Das heißt, es finden ja auch Entwicklungen statt und die muss man natürlich auch immer wieder neu bewerten. Das heißt nicht, dass die Weltanschauung falsch wird, aber man muss schon auch irgendwo mit der Zeit gehen, mit den Entwicklungen gehen und immer wieder auch selbst fragen, ist das jetzt, was ich hier vertrete, vernünftig? Und das trifft eben leider nicht immer nur Linke und Grüne, sondern das trifft ganz häufig auch unsere Leute, aber wahrscheinlich auch einfach jeden, der versucht, seine eigene Meinung wiederzufinden. Ja, man sagt ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist, glaube ich, in allen Bereichen so. Und er hat aber schon recht, der liebe Charles, wenn er sagt, also ich erlebe das auch oft, insbesondere an Infoständen. Also ich bin noch nie an einen Infostand von Linken oder Grünen gelaufen und habe die da irgendwie versucht, blöd anzumachen. Aber andersrum erlebe ich das eben schon sehr häufig. Und es ist manchmal wirklich so, dass man redet gegen eine Wand. Ja? Wenn mir jetzt jemand etwas erzählt, wenn jetzt ein Grüner zu mir kommt und erzählt mir etwas, dann versuche ich das aufzunehmen, zu verwerten, zu verarbeiten, denke darüber nach, ob das vielleicht richtig ist, was der sagt. Und dann erwidere ich das. Ja? Beziehungsweise sage ihm, was ich dazu denke. Aber andersrum funktioniert das fast nie. Ja? Man sagt denen, man erzählt denen etwas und die nehmen das, wie in Trance prallt das an denen ab und das kommt irgendwie gar nicht an. Die nehmen das gar nicht auf, oft. Und deswegen sind diese Gespräche oft auch irgendwie ziemlich sinnlos. Obwohl ich auch sagen muss, da ich in den vielen Jahren, ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren politisch aktiv, auch an Infoständen und in Bürgergesprächen bei Veranstaltungen. Und ich habe es aber auch schon erlebt, dass wirklich überzeugte Linke oder Grüne dann zu sehr guten und ergiebigen, produktiven Gesprächen bereit sind, die dann auch gar nicht irgendwie feindselig wieder vom Infostand weggehen, sondern die ganz offenkundig dann auch das Gefühl hatten, dass es ein gutes Gespräch war, bei dem man sich die Weltsicht des jeweils anderen doch ein Stück näher gebracht hat. Und das sind eigentlich solche Gespräche, die ich am meisten schätze, weil man bei denen auch am meisten lernt. Wer immer wieder in der alltäglichen Politik, aber das merke ich auch immer mehr, ja, in dem persönlichen Miteinander. So, Linke und Grüne können es nicht aushalten, wenn du einfach eine andere Meinung hast als die. Und alles summa summarum, ich bin eigentlich gar nicht so sauer, dass ich gefeuert wurde. Weil ich finde natürlich, jedes Arbeitsverhältnis sollte wie jedes zwischenmenschliche Verhältnis auf gegenseitiges Einverständnis beruhen. Also es ist genauso wie zum Beispiel eine Ehe oder eine Freundschaft. Also jede Seite kann zum Beispiel eine Beziehung jederzeit aufkündigen. Und das Ganze muss einfach auf Freiwilligkeit basieren. Sonst würde ich es auch nicht wollen. Also ich würde auch nicht die irgendwie, also angenommen, ich könnte es machen, angenommen, ich könnte die irgendwie verklagen und könnte diese Kündigung nichtig machen und könnte mich denen aufzwingen. All das würde ich natürlich niemals machen. Aber ich fände es auch überhaupt nicht geil so. Denn ich würde nie irgendwo arbeiten wollen, wo der Arbeitgeber gezwungen wird, mich einzustellen. Ja, das kann ich gut verstehen. Also das ist natürlich, Arbeit ist ja etwas, da verbringt man einen wirklich großen Teil seines Lebens mit. Und wenn man mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht oder keine Lust darauf hat, weil die Arbeitskollegen irgendwie mies sind oder der Chef einem ständig zu verstehen gibt, dass man eigentlich gar nicht erwünscht ist in dem Unternehmen,
Ja, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Arbeitsmoral und auf die Produktivität aus. Und all das führt dann sozusagen in einer Spirale nach unten und man hat irgendwann halt überhaupt gar keine Lust mehr zur Arbeit zu gehen und hat vielleicht auch gar keine Lust mehr auf die eigentliche Tätigkeit, an der man vorher Spaß hatte. Also das ist vollkommen richtig, das würde ich auch nicht machen. Also nur um am Ende recht zu haben, das funktioniert einfach auf Dauer nicht. Das wirkt sich auf jeden Fall negativ auf die Motivation und dann auf die ganze, ja, schon auch auf irgendwie auf die Lebensqualität aus. Nie machen wollen. Ich finde, das ist völlig unmoralisch und das ist auch völlig irgendwie. Also ich würde mich niemand so aufzwingen wollen, weißt du, wie ich meine? Und natürlich bei Ehen oder bei Freundschaften oder all diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, die alle auf Freiwilligkeit basieren sollten, da hast du natürlich oft keinen Vertrag. So, bei einem Arbeitsverhältnis hast du natürlich einen Vertrag und da hat man zum Beispiel ja im Vornherein sich auf zum Beispiel die Kündigungsfrist geeinigt und das ist ja auch okay. So, das ist zum Schutz, zum gegenseitigen Schutz, zum Schutz der Arbeitnehmer, dass du nicht von einem Tag auf den anderen keinen Job mehr hast und gefeuert wirst und auf der Straße sitzt. Und für den Arbeitgeber ist natürlich genauso ein Schutz, dass er nicht einfach von heute auf morgen wichtige Arbeiter zum Beispiel verliert. Also ich finde trotzdem, am Ende des Tages muss es halt auf Freiwilligkeit basieren, aber man kann sich natürlich auf zum Beispiel Kündigungsfristen einigen. So. Und jetzt einfach folgende Situation. Und da will ich auch ehrlich und transparent mit euch sein. Und zwar folgende. Ich verdiene ja hier durch meinen Aktivismus hier, durch YouTube, ein bisschen Geld durch die Leute, die immer meinen Amazon-Link benutzen. Deswegen sage ich euch das auch. Ja, also ich finde es also erstmal richtig gut, dass er hier durchaus auch, wie er sagt, ehrlich und transparent ist und er offen sagt, naja gut, er verdient natürlich auch mit seinen Zuschauern Geld, das ist ja auch seine Intention. Ich meine, er macht diesen Content ja oder diesen Inhalt, diese Filme macht er ja nicht nur für sich, sondern natürlich macht er die auch für euch alle. Ja, und da steckt auch richtig Arbeit drin. Und ich habe ja eben gesehen, wie viele Filme er schon produziert hat und seit wann er das schon macht. Er steckt da also wirklich auch Herzblut rein. Und seine Beiträge sind ja durchaus zu einem sehr überwiegenden Teil sehr fundiert und auch wirklich interessant. Und ich finde es auch absolut legitim. Also das ist auch nicht irgendwie etwas, wo er sich jetzt irgendwie rechtfertigen müsste, sondern ich finde das schon, das ist sehr legitim, dass er sagt, naja, dann ist es auch in Ordnung, wenn ich für diese Inhalte, die ich produziere und für die ich sehr viel Zeit aufopfere, Geld verdiene. Ich meine, wenn ihr den Inhalt eines Buchs kennen wollt, dann müsst ihr euch auch das Buch kaufen, das kostet auch Geld. Und hier vermittelt er über eine sehr sympathische Art und Weise politische Inhalte, und ja klar, ist es völlig in Ordnung, dass er dann damit auch ein paar Taler verdient. Ist doch in Ordnung. Wenn ihr was bei Amazon einkaufen wollt, wenn ihr sowieso dort was kaufen wollt, nutzt meinen Amazon-Link bei www.charlesgruber.de/Amazon oder natürlich. Also um das auch nochmal zu unterstützen, ich habe ja jetzt noch nicht so viele Abonnenten bei YouTube. Ich habe ja gerade erst angefangen. Aber auch hier unterstützt den Charles Krüger ruhig. Wie gesagt, wir sind politisch, habe mir ja den einen oder anderen Film angeschaut, nicht immer so richtig einer Meinung. Aber gerade bei den Themen Zensur, Meinungsfreiheit und so finde ich seine Inhalte sehr gut. Und ich finde schon, dass man auch besonders kritische Stimmen unterstützen sollte und lieber den Charles Krüger mit einem Abonnement unterstützen als irgendeinen anderen Typen bei YouTube. Auch Leute, die spenden und so weiter. Ich verdiene damit ein bisschen Geld zu, aber es reicht noch nicht, um meine Kosten zu decken. Deswegen hatte ich ja auch noch den Nebenjob. Und ich habe noch ein paar Ersparnisse. Auf der anderen Seite musst du natürlich als Selbstständiger auch mehr Sachen bezahlen. Du hast höhere Kosten. Also zum Beispiel, du musst dich alleine krank versichern und so weiter. So. Und mein Plan ist es einfach, so viel zu arbeiten, dass ich genug Geld verdiene, um mich hierdurch finanzieren zu können. Ich will einfach wissen, ob ich das schaffe. So, ich will mir das auch irgendwie selber beweisen. Weißt du, wie ich meine? Also, ich. Ich weiß, wie du meinst, Charles Krüger. Ich kann es schaffen. Es ist nicht unmöglich. Es ist durchaus möglich. Es ist durchaus machbar. Und oft ist es ja auch so, dass du den größten Fortschritt genau dann hast, wenn du nicht anders kannst, als Fortschritt zu machen. Den größten Wachstum hast du dann, wenn du nicht anders kannst, als zu wachsen, oder? er vollkommen recht und seine
Man merkt ihm auch, also das Video hat er jetzt unmittelbar damals abgedreht, nachdem das passiert ist, nachdem er gekündigt wurde. Und man merkt ihm hier quasi richtig seine Selbstsuggestion an, wie er sich also auch selbst motivieren kann, um sich da quasi wieder aus der Situation rauszuziehen. Das ist auch eine Fähigkeit, die nicht jeder Mensch hat. Es gibt dann auch Leute, die versinken in sich, ja, sitzen dann in der Bude, kommen nicht mehr raus, aber der liebe Charles hier macht das vollkommen richtig. Er sagt, also wenn ich einen Dämpfer bekomme, wenn ich am Boden liege, dann ist das für mich erst ein richtiger Grund, anzugreifen und anzupacken, was ich mir vorgenommen habe. Und genau so muss man das auch machen, sonst kommt man im Leben einfach nicht weiter. Du bist dann am produktivsten, wenn du nicht anders kannst, als produktiv zu sein. Also oft ist ja so, dass du gerade in diesen schwierigen Zeiten den größten Fortschritt hast. Und am meisten, also sozusagen die krügerische Evolution. Vorankommst im Leben. Und am meisten schaffst und produktiv bist und so weiter und so fort. Das ist dieses alte Thema. Was motiviert dich mehr, wenn du aus eigener Kraft auf ein Ziel zurennen müsstest oder wenn dich von hinten irgendein Hund verfolgt? Ja, ein gutes Beispiel, ein sehr gutes Beispiel dafür ist natürlich auch Politik, weil sich gerade in der Politik, wenn sich Erfolge eingestellt haben, aus Kämpfern, aus vielleicht auch ehemaligen Straßenkämpfern, satte Parlamentarier werden, die eben nicht mehr für ihre ursprünglichen Werte und Ziele eintreten auf der Straße oder eben auch mit anderen radikaleren Mitteln, also radikalere Mitteln im Sinne von natürlich legalen Mitteln, also im Sinne von Straßenwahlkämpfen und Ähnlichem, von Aktivismus auf der Straße. Wenn man erstmal in so einem Parlament sitzt, ja, wo das sehr gut bezahlt ist, wo man eigentlich ein sehr gutes Leben hat, wo man auch die nächsten 4, 5 Jahre gar nicht darum fürchten muss, sein Geld und seine gute Stellung zu verlieren, dann passiert es leider bei nicht wenigen, dass sie so eine saturierte Lebensweise an den Tag legen und einfach ihr Kämpfertum ablegen. Und da hat er schon vollkommen recht. Das gibt es aber, glaube ich, in allen Lebenslagen. Ja? Also wenn es zu bequem wird, dann muss man sehr aufpassen, dass man sich in dieser Bequemlichkeit nicht einrichtet. Und deswegen, also oft ist es so, dass das Leben einem immer wieder Herausforderungen stellt. Ich finde, es ist aber eine sehr gute Charaktereigenschaft, dass wenn das Leben das nicht für uns selbst besorgt, dass wir uns dann immer wieder selbst in solche Situationen bringen und selbst immer wieder Ziele stecken, an denen wir uns messen können und an denen wir dann schlussendlich auch wachsen. Das ist wichtig für uns, ansonsten kommen wir, wie gesagt, nicht voran und dann, ja, dann wird halt einfach nichts aus uns. Ja, ich glaube, das ist auch eine sehr markante Charaktereigenschaft, die meiner Ansicht nach eher, ja, nicht die Mehrheit der Menschen hat. Und nicht anders kannst, als schnell zu rennen. Wann wirst du schneller rennen? Die Antwort ist natürlich ganz einfach, wenn der Hund dich verfolgt. Und das ist genau das Gleiche. Wenn du siehst, dein Kontostand wird schon jeden Monat so ein kleines bisschen weniger, dann hast du... Ja, das ist mies, wenn man das sieht. Natürlich einen riesigen Anreiz, richtig Gas zu geben und mehr zu arbeiten und mehr zu schaffen. Und du hast einen größeren Anreiz, das zu machen, als wenn du in irgendeiner bequemen Situation bist, wo du halt... Ganz genau. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wenn du genau weißt, es ist jeden Monat so ein X auf dem Konto, egal was du tust, und du bist ja zum Beispiel als Parlamentarier, du bist deinem Gewissen verpflichtet, aber du hast ja quasi nicht sowas wie einen Arbeitsvertrag, du musst jetzt 8 Stunden am Tag arbeiten, sondern du bist ja nur dir und deinem Gewissen verpflichtet, ja gut, deinen Wählern. Das ist natürlich ein hoher Auftrag, aber die Frage ist, wie ernst nimmt ein Parlamentarier diesen Auftrag? Und wenn du weißt, jeden Monat sind 4, 5 oder 6.000 Euro auf dem Konto, auch wenn du 2, 3 Monate lang einfach gar nichts machst, dann kommt es bei den Menschen, die eher zur Gemütlichkeit und Bequemlichkeit neigen, natürlich dazu, dass sie ihre Aktivitäten einstellen. Und das ist schon ein Problem. Und dann hat man, wenn man Glück hat, hat man eben
Leute um sich rum, die einen ziehen, die mit dafür sorgen, dass man in der Spur bleibt oder man wird einfach ja, fett und satt. Ja, du könntest jetzt was schaffen, musst es aber auch nicht. So, dann gibst du natürlich mehr Gas, wenn du nicht anders kannst, als Gas zu geben. So, und deswegen finde ich, im Endeffekt ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sondern ist vielleicht sogar eine sehr gute Sache, dass es so gekommen ist, weil ich will halt einfach wissen, ob ich das schaffen kann. Wie viel kann ich zum Beispiel erreichen, wenn ich einfach täglich Videos machen würde? Wie viel kann ich wachsen? Wie viele neue Leute kann ich erreichen, wenn ich einfach täglich an meinem Fortschritt arbeiten könnte? Und oft gibt dir das Leben halt nicht das, was du brauchst, sondern... Nee, warte. Oft gibt dir das Leben das, was du brauchst, aber nicht das, was du willst. Ja. Oft gibt uns das Leben das, was wir brauchen, aber nicht das, was wir gerne möchten. Falsch gesagt. Also oft war es in meinem Leben zum Beispiel so, dass ich bestimmte Sachen überhaupt nicht machen wollte, weil die sehr anstrengend waren und diese Sachen mich aber am meisten vorangebracht haben, weil ich am meisten da gelernt habe, aus diesen schwierigen Zeiten. Das kann man auch wieder auf das beziehen, was ich eben bereits gesagt habe, mit den politischen Meinungen. Ja? Man lernt nicht in der eigenen Filterblase. Man reflektiert da nicht. Man kommt auch bildungsmäßig nicht voran und man kann nicht über den Tellerrand schauen, wenn man immer nur mit Leuten diskutiert, die einen in der eigenen Meinung bestätigen. Das bringt mich nicht weiter. Ich muss auch mit dem politischen Gegner diskutieren. Ich muss auch mit politischen Mitstreitern diskutieren, um zu verstehen, was sie denken, warum sie handeln, wie sie handeln und warum sie die Welt so sehen, wie sie es eben tun. Ansonsten verstehe ich ja nicht, was sie tun. Ja, sonst dann, und dann kann ich auch die Zusammenhänge besser verstehen. Und das sind für mich, wie gesagt, die besten und produktivsten Gespräche. Und das ist genau im Prinzip die Situation, in der ich mich jetzt befinde. Es ist machbar, es ist möglich, aber es ist hart. So, das ist genau der Punkt. Und es ist halt wie, wenn du nur so halb schwimmen kannst und dich dann jemand ins Wasser schubst und sagt, so, jetzt schwimmen. Ja, schwimmen. Und dass Charles Krüger heute noch am Start ist mit über 50.000 Abonnenten, zeigt, dass er die Ansage angenommen hat, dass er losgeschwommen ist. Und sein Engagement und seine Zielstrebigkeit haben ihm recht gegeben. Also hier an dieser Stelle auch nochmal herzliche Grüße an den lieben Charles Krüger. Ich wünsche ihm viel Erfolg auch weiterhin. Also ich schaue mir seine Filme sehr gerne an. Manchmal muss ich die Stirn runzeln. Er ist natürlich kein, also meiner Ansicht nach in vielen Bereichen kein, kein Nationalist wie viele von uns. Aber er hat eine sehr anständige, reflektierte, vernünftige Meinung zu vielen Dingen und man kann durchaus was bei ihm lernen und ich kann nur empfehlen, den Kanal zu abonnieren. Bevor ihr irgendwelches duseliges Zeug abonniert, ist das auf jeden Fall ein Abo wert. Ja, Leute, das war's dann für heute. Das hat jetzt auch schon wieder über eine halbe Stunde gedauert, aber ich glaube, dass ich dieses Format auch in Zukunft fortführen werde, weil es eben oft gute Gelegenheiten bietet, auf bestimmte Themen sofort einzugehen und die eigene Meinung einzuschieben. Ich finde das ein gutes Format, ich finde das einen guten Stil und ich glaube schon, dass ich das in Zukunft auch weiterentwickeln werde. War jetzt heute das erste Mal. Ich bin auch, was Technik angeht, noch nicht so richtig gut ausgestattet. Ihr hört es wahrscheinlich auch am Ton und da werde ich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch dran arbeiten, das zu verbessern. An der Stelle erstmal herzlichen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut. Lasst ein Abo da, einen Daumen hoch, kommentiert, was ihr davon haltet und bis zum nächsten Mal. Tschüss.